Ein inklusives Wohnprojekt der Bruderhausdiakonie für geistig behinderte Menschen mitten in Reutlingen. Das Ziel: Menschen mit Handicap sollen nicht mehr, wie einmal üblich, in großen Heimen am Rande der Stadt separiert werden, sondern mitten im alltäglichen Leben wohnen. Ganz so, wie es die vom Bund unterzeichnete UN-Behindertenkonvention über Inklusion jetzt vorschreibt. Normal wohnen, normal arbeiten, normal auch an Freizeitmöglichkeiten teilhaben und so weiter. Das fordert uns heraus als Institution, die bisher Sonderaufgaben und in Sonderinstitutionen, Einrichtungen die Menschen betreut hat, dass wir mit den Leuten zusammen ins Gemeinwesen hineingehen. Dass das, was wir an besonderer Unterstützung und Assistenz in der Vergangenheit an besonderen Orten angeboten haben, dass wir das so umbauen und auch die Mitarbeiterschaft so weiterentwickeln, dass wir das sozusagen im Zusammenhang und im Zusammenwirken auch, das ist das Entscheidende, mit dem Gemeinwesen erfüllen können. Auch die nebenan betriebenen Werkstätten der Bruderhausdiakonie leisten, was die grün-rote Landesregierung irgendwann einmal überall als Normalität verwirklicht sehen möchte. Die Landesregierung will jetzt mit einem regelmäßig zu erstellenden Aktionsplan feststellen, was noch fehlt zum Ziel der völlig inklusiven Gesellschaft, aber auch, was die Politik bis jetzt schon angeschoben hat. Das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz haben wir verabschiedet, das Landesbehindertengleichstellungsgesetz. Die Landesregierung hat Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung berufen. Und wir treiben die Inklusion an allen Schulen voran. Den Gesetzentwurf haben wir heute im Kabinett beschlossen. Das einmal verabschiedete neue Schulgesetz soll beispielsweise garantieren, dass Eltern behinderter Schüler zukünftig frei wählen können, ob sie ihr Kind lieber auf eine normale oder eine Sonderschule schicken möchten. Den Iststand solcher gesetzlicher Vorgaben soll der neue Aktionsplan festhalten und auch, was darüber hinaus in den kommenden Jahren für wirkliche Teilhabe noch zu tun ist. Der Aktionsplan stellt für die Landesregierung eine Selbstverpflichtung dar, wie wir in den nächsten Jahren die Politik für Menschen mit einer Behinderung voranbringen wollen. Alle 5 Jahre soll ein unabhängiges Forschungsinstitut dann einen solchen inklusiven Aktionsplan neu erstellen, der wiederum dann für die Politik Handlungsvorgaben für mehr gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen festlegt. Handlungsvorgaben, die dann zum Beispiel über finanzielle Förderungen von inklusiven Baumaßnahmen gefördert werden können. Inklusion wird schnell gesagt, Inklusion aber tatsächlich zu leben, stellt eine Herausforderung dar in ganz, ganz vielen Politik- und Lebensbereichen. Denn Inklusion, so Altpeter, umfasse auch das Wegräumen von Barrieren und Vorurteilen in den Köpfen der Gesunden. Solange es noch Bürger gäbe, die bei der Ansiedlung inklusiver Wohnprojekte um den Wert ihrer Immobilien fürchteten, sei wahre Inklusion noch in weiter Ferne.